Hey Leute, willkommen zu einem Dokkan Battle Opening Summon, was auch immer, zur Feier der 250 Millionen weltweiten Downloads des Spiels. Das ist echt, wow, das ist echt eine Menge, Leute. Ja, ich weiß, ich spiele das Spiel nicht aktiv, mir fehlt leider die Zeit. Ich bin kein Vollzeit-YouTuber, ich kann nur ein paar Spiele zugleich spielen. Es ist sonst ein bisschen eng im Real Life. Aber das haltet uns nicht davon ab, hier geile Openings zu machen. Wir können hier zweimal Multisummon machen bei den Tickets. Und wir haben 400 Stones, um hier 8-mal zu ziehen. Also es kommen geile Helden. Ihr seht hinten Super Saiyajin 4, Goku, Vegeta und Gogeta. So, jetzt habe ich es. Wir haben Janemba, wir haben Omega Shenron, wir haben Zamasu und so weiter. Es ist einfach geil. Es ist einfach geil. Ich denke, das ist ein cooles Opening für zwischendurch. Wir haben schon zweimal ein Opening auf meinem Kanal gemacht. Habt ihr immer gefeiert und ich dachte mir, hey, ich habe jetzt wieder 400 Free-to-Play-Kristalle. Wir können hier was ziehen, Leute. Wir können das ziehen. Aber nicht so lange quatschen. Wir fangen mal an mit der ersten Ziehung, denn das könnte ein langes Video werden. Wir ziehen hier also insgesamt 10-mal einen Multi. Holt euch einen Kaffee. Holt euch was Geiles. Die Animation kenne ich noch gar nicht. Sieht ziemlich lit aus. Okay. Erste Animation. Alter, das ist so schöner. Ist das schöner geworden als beim letzten Mal? Ich hoffe, ihr freut euch immer über Openings. Ne? Ich freue mich immer sehr. Wir haben einen Goku in Esrare. Wir haben Tenshinhan. Komm, gib uns was Geiles, gib uns was Geiles. Guldo, oh nein. Der geht mir in Dragonmon Z schon auf den Nerven. Ja, ich spiele viele verschiedene Dragon Ball Spiele auf meinem Kanal. Falls du neu bist, lass gern ein Abo da, um nichts zu verpassen. Nappa. Der sieht cool aus. Goten. Son Goten, oh ja. Der ist auch in Dragon Ball Legends erschienen. Ja, Chirobi, sehe ich schon. Ja, grüß dich, Alter. Noch keine S-Rare gezogen, was ist hier los? Nochmal ein Goku sieht man schon an der Silhouette, Leute. Ich hoffe, ich nehme alles auf und es läuft. Wir hatten keine S-Rare, oder? Ne, SS-Rare, Entschuldigung. Wir hatten keine SS-Rare. Oh Gott, Leute. Auf diesen Schock müssen wir direkt noch ein Opening machen. Direkt nochmal draufdrücken, weil das geht nicht, ne? Wir können doch keine, also nicht, ja, fliegt nur Tenshinhan mit uns. Hm, was sagt uns da? Ah! True. Ich hoffe, ihr freut euch, wie gesagt, immer über so zwischendurch Openings in Dokkan Battles. Sie kommen in unregelmäßigen Abständen. Aber ich hoffe, ihr freut euch. Ein Yamchu, den will schon mal keiner. Warum ist der S-Rare? Willst du mich verarschen? Dr. Gero? Nein, doch nicht. Es sah nur gleich aus einer Silhouette. Es ist Kibito. Wie geht's da? Die Artworks sind so schön, ne? Viele sagen jetzt sicher, wow, du spielst das Spiel nicht aktiv. Warum machst du überhaupt Openings und warum freust du dich über die Helden? Das ist wie in Pokémon. Im Real-Life-Pokémon-Sammelkartenspiel öffne ich auch sehr oft Booster zum Sammeln, Leute. Man muss nicht alles spielen, man kann auch sammeln und sich an den Artworks erfreuen. Ein Freezer. Ist das eine Pan? Nein, doch nicht. Eine, Videl, genau, die Nervensäge. Die Tochter von Mr. Satan. Sie nervt uns immer. Okay, also mit denen hatten wir schon mal kein Glück, leider mit den Tickets. Aber wir können es noch 8-mal ziehen hier mit Stones. Leute, betet mit mir, dass wir zum Beispiel Omega Shenron ziehen und so weiter. Omega Shenron haben wir letztens übrigens bekämpft in Dragon Ball Xenoverse 2. Mega krasser Typ. Mega krasser Typ. Okay, jetzt fliegt... Oh, Goten. Goten fliegt mit uns. Kein Super Saiyajin. Doch Super Saiyajin, okay. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung mehr von den Animationen und was die bedeuten. Aber wir gucken mal. Wir gucken mal, was wir ziehen können. Ich hoffe, wir ziehen irgendwas Cooles noch. Würde mich freuen, einfach weil es... Oh, C17? Ja, kenne ich. C17 S-Rare. Sind wir hier? Schwer zu erkennen. Ah! Der hat damals für Buu die Energie gesammelt. C16, mega nice. Gibt's jetzt auch in Dragon Ball Legends. Also wer Dragon Ball Legends nicht kennt, dann schaut gerne mal bei den Videos vorbei. Vegeta! In S-Rare. Karten sind echt schön. Apropos Dragon Ball Karten. Da kommt etwas sehr Interessantes in Zukunft auf meinem Kanal. Real Life Dragon Ball Karten, aber ganz anders, als man es erwartet. Es gibt so C17. Es gibt so Fake Karten sozusagen. Man kann auch Karten selber machen. Leute, seid gespannt. Es kommt ganz viel geiler Scheiß. Raditz und ein Buu. Der dünne, böse Buu. S-Rare. Wir haben noch immer keine S-Rare. Ich weiß leider nicht, wie die Pull-Rate hier so ist bei dem Banner, aber bis jetzt sieht's nicht so gut aus, ne? Na, ein Goku! Wunderschönes Artwork. SS Rare! Super Saiyajin 2 Goku. Unsere erste SS Rare.
Nice, nice, freut mich. Immerhin schon mal einen und Goku. Wie gesagt, ich wünsche mir halt Super Saiyan 4 oder Omega Shenron oder irgendwas von Goku Black, Zamasu, irgend sowas wäre ziemlich geil. Okay, wir haben eine geile Schriftfarbe. Ich glaube, das wird jetzt wieder was. Eine bunte Schriftfarbe muss doch was Gutes heißen. Wie gesagt, ich kenne mich bei den Animationen leider nicht aus, aber ich gebe mein Bestes. Haben wir einen. Gohan, mega nice. Ich mag Gohan. Ich bin der größte Gohan-Fan. Aber eher Gohan Super Saiyan 2 Teenager. Master Roshi oder Muten Roshi. Auch nice. Der hat mich auch sehr überrascht. Übrigens in Dragon Ball Super im Turnier der Kraft. Freeza. Nein, Frost. Das sah auf der Silhouette gleich aus. Es ist Frost. Sogar Frost Stufe 2. Nice. Was erwartet uns noch hier? Trunks aus der Zukunft, der nicht Haare schneiden wollte. Nochmal der gleiche Buu, leider haben wir schon. Komm. Oh, die Kleine. Oh, die ist so knuffig. Leute, Pan-Liebe ist real. Das ist auch uralt schon. Team P-Love. Und noch ein Vegeta. Den hatten wir schon. Es rare. Und Super Saiyan 3. Gohan. Nochmal, Super Saiyan 3 Goku aus GT. Bin ich der größte GT-Fan, außer die Bösewichte in GT mag ich sehr gerne. Wir haben schon wieder eine SS-Ware gezogen, sehr schön. Zwei SS-Ware haben wir schon. Und zweimal ist es Goku. Leute, was geht ab? Ich habe mir auch zwischendurch, by the way, überlegt, ob ich aus dem ersten Banner umziehen soll, weil hier Kalifland so weiter drin ist. Das kann ich mir noch überlegen im Laufe des Openings. Erstmal ziehen wir hier noch weiter, wir können ja noch sechsmal ziehen. Sechsmal, Leute, das ist geil. Und das ist free to play. Oh, ist das schön. Ist das schön. Es fliegt Buu und Tenshin Han mit, okay? Ganz normale Schrift. Keine Ahnung, ob das was wird, ob das eine SS-Rare wird. Ich kann es leider nicht deuten. Ich hoffe einfach mal. Come, Baby. Sag mir her. Ist das Nail? Ja, das ist Nail. Nail, sehr schön. Das ist... Boah, wie heißt denn der? So nicht. Das ist auch Nail, echt? Hätte ich jetzt nicht getippt. Sag mir danach. Ein Vegeta! By the way, Leute, ich habe natürlich auch schon Helden, die zu Legend Rare werden können, aber ich schaff's zeitlich nicht, die zu Legend Rare zu machen. Also ein Problem, ne? Wir haben ja damals den Engel gezogen. Ich verlinke euch auf der Endcard nochmal die letzten zwei Dokkan Battle Openings. Falls ihr sehen wollt, da haben wir Legend Rare gezogen, Leute. Cell. Ah, sehr schönes Artwork. Cell Stufe 1. Das ist schön. Ja, ich freue mich eher über die Artworks, Leute, als über die Helden. Also über die Seltenheiten und so weiter. Ich hoffe, euch stört das nicht. Haben wir hier noch Gohan? Yeah, Gohan im Trainingsanzug. Der, wenn er 3 Meter geht, schon schwitzt, weil er einfach nicht mehr trainiert. Ich bin so enttäuscht von unserem Gohan. Oh? Trunks! Nice! Warum hat er da so eine krasse Animation? Kann man den zu Legend Rare machen? Wie gesagt, gerne mal in die Kommentare. Schreibt echt mal in die Kommentare, wenn ich irgendwas Krasses gezogen habe. Ich glaube zwar nicht, aber gerne mal in die Kommentare. Super Saiyan Trunks aus GT. Sieht auf jeden Fall geil aus. Nehm ich. Bis jetzt hatten wir immer eine SS-Rare bei diesen normalen Stone-Ziehen, ne? Könnte normal sein. Ist das Absicht? Wenn ja, finde ich das mega geil und wünschte mir das in Dragon Ball Legends genauso. Komm, Baby. Gib uns was Gutes. Ich wünsche mir noch immer einen Super Saiyan 4, bitte. Bitte. Oder eben, wie gesagt, einen, der Goku Blacks sozusagen. Bin ich kein Fan von. Ich mag die Freezer-Helfer nicht so. Ciao, Su. Zieh ich in Dragon Ball Legends jeden Tag, so gefühlt. Was haben wir hier? Der sieht cool aus. Der sieht wirklich schön aus. Ein richtig geiles Artwork. Und. Nee, überzeugt mich auch nicht. Bin kein Fan von denen. Vitell wollte ich sagen. Chichi! Mega nice. Hallo Chichi! Nochmal ein C17. Wie viele verschiedene C17 haben wir jetzt eigentlich schon? Raditz? Ja, Raditz! Was soll ich sagen? Raditz. Und noch ein Goku? Ja, ein Goku! Den haben wir, glaube ich, jetzt schon zweimal gezogen. Ne? Buu! Buu, Leute! Yay, yeah, ich mag Buu. Und? Pikuhan oder Baikuhan oder Pikun oder wie ihr nennen wollt.
Bin ich kein Fan von. Bin ich auch kein Fan von in Dragon Ball Legends von ihm. Aber es sieht so aus, als kriegt man hier immer eine SS-Rare. Das ist geil. Großen Respekt an Dokkan Battle dafür. Das ist nice. Warte, wir machen weiter. Wir machen weiter. Wir haben Paikoran, immerhin. Mega geil. Ich hoffe, ich habe mich gerade nicht verdrückt, by the way. Entschuldigung, Frosch im Hals. Ich habe schon wieder keinen Kaffee hier. Ha! Mach da. Komm, Baby, gib uns was, gib uns was. Wir warten auf Super Saiyan 4, Leute. Komm, Baby, komm, Baby. Jeez. Bin ich kein Fan von. Tenshin Han? Ja. Das Raten ist lustig, ne? Das Raten macht echt Spaß. Videl? Leute, es läuft, ne? Es läuft. Namen kann ich mir nicht merken. Kenne ich, aber kann ich mir nicht merken. Ne. Ne Pan? Ja, ist ne Pan! Pan-Liebe, Leute. Aus GT sogar. Oh, das ist die echte Pan-Liebe aus Dragon Ball Legends. Perfect Form Cell! Wie geil! Warum ist das keine SS-Rare? Wie geil ist das denn? Ah, den hatten wir schon. Ach, kein Fan von. Du bist. Ah, ist das aus einem Film oder aus GT? Boah, ich kann mich nicht mehr erinnern. Also mir hier. Krillin, natürlich. Krillin muss auch sein. Ah, den Namen merke ich mir auch nie. Was war das denn? Was war das denn Geiles gerade? Ist dieser Trunks ein Legend Rare, weil das gerade da stand? Leute, haben wir eine Legend Rare Trunks gerade gezogen? Sehe ich das richtig? Der leuchtet auch. Leute? Kann der Legend Rare werden? Ich favorit ihn mal schnell. Schreibt mir in die Kommentare, haben wir gerade eine Legend Rare gezogen? Wie geil! Er leuchtet sogar. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, aber ich denke mal. Legendary Character is coming. Oder kommt jetzt. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Haben wir es denn bekommen oder nicht? Leute, haut's mir in die Kommentare! Mir persönlich, wie gesagt, geht es ja eh um die Artworks und so weiter. Großer Fan davon. Auch im Real Life, Dragon Ball Super Karten sind auch so geil. Wir werden auch bald wieder Dragon Ball Super Karten öffnen, natürlich auf meinem Kanal. Also Real Life Dragon Ball Karten, habe ich hier noch einen. Wer sie noch immer nicht kennt. Ja, mehr zum Beispiel, aber oh, man sieht es schlecht, ne? Ein Trunks, das ist mega geil. Und wir hatten gerade eine coole Animation. Bekommen wir jetzt einen Legend Rare? Oder habe ich das falsch verstanden? Wir werden sehen. Tambourin. Du bist. Na, der Helfer von Freezer. Raditz? Hatten wir schon, ja. Oh. Kid Buu. Mega nice. Der ist cool, Leute. Der ist cool. Der ist wirklich schön. Kid Buu gefällt mir auch. Sehr schönes Artwork. Mega nice. Kommt in meine Sammlung. Und ja! Ja! Leute! Genau den wollte ich haben. Super Saiyajin 4 Goku. Boah, wie geil. Boah, wie cool, hä? Das freut mich wirklich. Wie gesagt, keine Ahnung, ob der stark ist oder so. Aber er ist geil, um das geht's. Leute, Dragon Ball ist einfach der Hammer. 10, 19. Und Krillin wieder. Und? Vegeto? Vegeto auch noch? Was ist das denn gerade für die C18? Nice, auch cool. Noch ne? Was? Super Saiyan Blue, wie geht's da? Was geht ab? Was war das? Was war das gerade, Leute? Wir haben Kid Buu. Mega geil. Wir haben Vegeta. Vegeta, schön. Mega geil. Und Super Saiyan Blue, wie geht's da? Das war geil. Habe ich jetzt richtig verstanden? So, und, Leute. Wir haben natürlich unseren Super Saiyan 4 Goku. Hammer, wird gespeichert. Gerne in die Kommentare, wer davon jetzt ein Legend Rare ist. Ich weiß es nämlich nicht. Aber ich habe das gezogen, was ich wollte. Leute, wie geil. Wie geil. Ich will jetzt aber unbedingt noch aus Spaß mindestens einmal hier ziehen. Weil hier halt Kalifla drin ist. Oder Kefla halt und so weiter. Ich will hier auch einmal ziehen. Wir haben ja hier ein schönes Opening heute. Wir ziehen überall gemütlich durch. Mega nice. Jetzt kann ich es mir noch überlegen am Schluss, ob ich jetzt noch einmal hier
oder beim 52 Millionen Downloads Banner öffnen. Wir haben schon wieder Super Saiyan 3. Das muss ein Zeichen sein. Komm Baby, gib uns noch was Geiles. Wie Chi-Chi, gerade wieder vergessen. Chi-Chi und Omega Shenron, aber die Estrea-Version, aber geil. Ich mag ihn. Ich mag ihn wirklich. Alter, der reißt das Maul aber ganz schön auf, Riku. Oh. Nice. Topo. Wie cool. Ja, ich weiß, ich freue mich wahrscheinlich über Helden, die komplett kacke sind, aber ich freue mich. Ah, den kann ich nicht mehr sehen. Habe ich schon so oft gezogen. Den haben wir jetzt auch schon mal gezogen. Tenjin Han hatten wir auch schon. Oh. Super Saiyan God Goku. Geil. Heute haben wir Glück, ne? Bata, heute haben wir echt Glück. Und... Ah, Bardock. Super Saiyan Bardock. Auch SS Rare. What the fuck, Leute? Heute läuft's. Was ist denn heute los? Ich ziehe so viel geilen Scheiß. Muss ich dir mal direkt... Ich habe das vergessen, immer zu Favoriten hinzufügen. Dass bloß nichts passiert mit diesen geilen Helden. Leute, what the fuck? Ja, ich könnte jetzt hier nochmal ziehen. Oder hier nochmal. Ach, scheiß drauf. Leute, am Schluss machen wir noch einmal Dokkan Festival Opening. Mit unseren letzten Zeitkristall. Unseren letzten Stones ziehen wir nochmal aus diesem Hardcore Celebration. Diesen fliegt Yangchu, ja, Yangchu und Piccolo mit uns, okay. Oh, wir haben eine bunte Schrift, immerhin. Ist das ein Zeichen? Wie gesagt, gerne in die Kommentare, Leute, falls irgendwer von diesen Helden oder mehrere Legend Rare werden können. Interessiert mich sehr. Schreibt es mir unten rein. Gohan. Das sieht noch ziemlich badass aus, ne? Obwohl sein Trainingsanzug fast genauso schlimm ist wie sein Saiyaman-Anzug. Kein Fan von. Na, hatten wir schon. Oh. Wie geht da, Super Saiyajin? Noch eine SS Rare. Nice. Nochmal der Gohan. Hatten wir gerade. Ein Tau bei Bei. Was macht der denn da? Krass. Nicht damit gerechnet. C17, oder? Ja. C17. Ich liebe die Artworks. Ich liebe die Artworks. Der schon wieder. Nee, nicht so. Das ist wieder Videl? Nö. Das ist Fascha. Sagt mir gerade gar nichts. Aus GT wahrscheinlich, ne? Und. Mit Herzchen. Oh, ist das knuffig. Mai mit Herzchen. Oh, das ist süß. Das ist halt wirklich süß. Nice, Leute. Die ist knuffig. Die wird auch instant gespeichert. Oh, die ist knuffig mit den Herzchen. Hardcore verliebt in unseren Future Trunks. Mega nice. Mega nice. Ja, Leute, das war es leider schon mit Opening. Und hier, wie gesagt, die haben wir damals gezogen. Unsere Legend Rare kann sie werden. Mega nice. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ich was Geiles gezogen habe, also was Legend Rare ist. Am meisten freue ich mich über Super Saiyan 4 Son Goku. Mega geil. Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben. Beziehungsweise lasst ein Abo da, um nichts mehr in der Welt der Anime-Games, Mobile-Games zu verpassen. Auch weitere Real-Life-Card-Openings kommen hier. Es ist echt schon irgendwie ein krasser Anime-Kanal geworden. Für Games aber. Ein Let's Play-Kanal bleibt ein Let's Play-Kanal. Leute, ich wünsche euch einen schönen Tag. Schaut gerne bei den anderen Videos vorbei. Viel Spaß. Haut rein. Und ciao.